Neue Tag, neue Glück, neue Segen, neue Spieler hochziehen. Ich Ja.
Na ja, Olli. So, bevor wir zur Katalognummer 12 kommen, Entschuldigung, Katalognummer 25, das war die Losnummer 12, machen wir eine kurze Pause. Ja. Das ist ja nicht eilig, oder? Nein. Gut, ich möchte mich bedanken bei den beiden Helfern, im ersten Teil beim Alex. Und im zweiten Teil bei Markus. Die beide wirklich eine sehr faire Arbeit gezeigt haben an diesem heutigen Tag. Und herzlichen Dank auch an die Gruppe Leipzig nochmal fürs Wasser. Und herzlichen Dank an den DJ für die Musik beim Einlaufen der Hundeführer. So, dann kommen wir, wie gesagt, zur Katalognummer 25. Trivier nach dem Helfer, er nimmt alle Verstecke an. Das letzte Versteck, da könnt ihr noch etwas zielstrebiger in das Versteck reinlaufen. Die Übung ist im hohen sehr gut stellen und verbellen. Da haben wir, er verbellt druckvoll und anhaltend. Als der Hundeführer rantritt, eine ganz leichte Orientierung Richtung Hundeführer, kommt aber dann sofort wieder in ein druckvolles Bellen. Er nimmt dann die Grundstellung korrekt ein. In allen weiteren Verteidigungsübungen, was bei dem Hund wirklich sehr überzeugend ist, sagen die Bewachungsphasen. Der Hund, weiß nicht, ob man das so deutlich von der Tribüne aus gesehen hat, der Hund trennt mit einer sehr schönen Übergangsphase und wechselt dann in der Bewachungsphase in die Front des Helfers und schaut dann wirklich den Helfer frontal an. War wirklich eine sehr beeindruckende Arbeit. So, dann haben wir also die Flucht war vorzüglich, die Abwehr war vorzüglich, der Rückentransport war vorzüglich, der Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport war vorzüglich, Angriff auf den Hund aus der Bewegung war vorzüglich, Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase war vorzüglich und wir haben insgesamt eine vorzügliche Arbeit mit 99%.